dran und dich wiesen, so dass du auch beim Rehen, den im Moment halt Zetterbrück ruf könnt, immer einen ruhigen, richtigen Moment tut. Und ihr könnt zum Beispiel dem Grillweltmeister begehen. Thomas Zabbers bei mir. Thomas, du bist aus dem Saarland, ich könnte fast Luxemburgisch reden, aber um dir es einfacher zu machen, bleiben wir beim Deutschen. Herzlichen Glückwunsch zum Fußball gestern. Du kommst wieder nach Luxemburg und gerne nach Luxemburg. Absolut, ich fühle mich hier fast zu Hause. Wie wird man Grillweltmeister? Also man muss ein gutes Team haben, interessante Gerichte auf dem Grill zubereiten, die von einer Jury dann möglichst mit vielen Punkten bewertet werden und dann gewinnt man eine Grillweltmeisterschaft. Wo war die, wo du den Titel gewonnen hast? Die war gar nicht so weit weg von hier in Belgien, 2008 bis 2011 und 2011 bei der nächsten Weltmeisterschaft sind wir leider nur Zweiter geworden, also das trauert man dann schon ein bisschen nach. Mit deiner Frau Silvia bist du dann auch in dieses Rennen gegangen. Wie schaut es jetzt aus, wann ist die nächste Weltmeisterschaft? Die nächste Weltmeisterschaft ist nächstes Jahr in Schweden und da freuen wir uns schon drauf, weil die wird interessant, mal im nordischen Land zu grillen. Und interessant wäre es für mich, dir die Frage zu stellen, könntest du dir vorstellen, dass mal eine Grillweltmeisterschaft hier in Luxemburg ausgetragen würde? Und deine Antwort war klar, ja. Ganz genau so ist es, kann ich mir sehr gut vorstellen. Luxemburg hat die idealen Voraussetzungen, Menschen, die offen sind für Neues und natürlich auch liegt mitten in Europa. Das lockt Leute von der ganzen Welt. Also wäre richtig toll, wenn wir eine Weltmeisterschaft hier in Luxemburg ausrichten könnten. Du hast tolle Pelletsöfen draußen stehen. Was wirst du den Leuten heute vorbereiten? Also wir sind gerade im Moment dran, die Ettelbrücker Roll zu machen. Das ist eine Luxemburger Bratwurst mit Rucola und Ananas. Also ganz strange ein bisschen. Dann werden wir Schweinefleisch aus Luxemburg vergrillen in Würfeln mit Zucchini-Spaghetti. Dann gibt es Luxemburger Rinderfleisch. Und daraus werden wir Saté-Spieße machen und ein Glas Nudelsalat. Toll, das klingt schon sehr gut und wird es auch später sein. Kapitän von unserer Nationalequipe, Ben Piporte. Let's Grill war ja auch ein bisschen die Initiative eben vom Grillen zu Lützeburg. Und du bist auch so ein Art Supervisor, damit ich für Freestyle grillen. Was ist das? Ja, also Freestyle grillen als Anfang eine Meisterschaft. Ich sage durch für den Hausmann, der noch gerne grillt und so ein will beweisen. Das ist am Platz, dass wir hier so die grillt noch mal länger Rindsnuss oder so. So ein sie Eis, welches Stück Fleisch sie wollen, und dann kriegen sie das Fleisch und dann können sie sich mit dem Stück Fleisch gegen andere beweisen, die dann eben hier das Fleisch haben. Und muss sie professioneller an der Jury, haut aus dem Grand Public? Haut aus, genau, haut aus dem Grand Public. Das ist die Freunde, die können Kredenteller mit Servei dann ein kleines Jeton. Der geht rundherum, schmarrt überall, wann überall geschmarrt wird. Das Idee sich, wer am besten geschmarrt wird, und er kann dann durch den Jeton einen Treibfisch kriegen, den die meisten Jeton kriegt, den nicht gewonnen. Am Mut dann der große Rendezvous, die Leben als Kekichelchen verteidigt seinen Titel. Genau, die sind Gott sei Dank auch immer dabei, das freut mich, für ihren Titel zu verteidigen. Sie sind aber auch nach einer 7 Ekippen da, der Tisch das ausgebucht für Mut, kann ich keinen mehr ummelden. Und das natürlich für Eis, weiß, dass das Grillen hier am Land ein großes Succes wird. Hi Alvierda. Bei all wir da, genau. Merci dir zwei. Und da kann ich dich schließlich noch invitieren. Komm dann, Teich, wie sie bringen, vielleicht ein Problem.